Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück zu einem neuen kleinen Projekt, ein kleines Angespielt, wie auch immer ihr das nennen mögt, hier auf YouTube. Und zwar habe ich Anfang November, also das Spiel ist am 5.11. erschienen, am 7.11. habe ich dieses Spiel mit ein paar Leuten im Stream gespielt, auf Discord. Ja, Discord-Stream, fragt nicht. Und ich dachte mir, ich nehme das auf und zeige euch das. Deswegen gibt es hier nur so einen kleinen Zusammenschnitt ohne jedes Mal Hallo und Tschüss. Ihr kennt das. Ich möchte euch einfach ein paar Folgen zeigen und hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Spiel, so wie ich. Guckt einfach gern mal rein. Und ja, es werden jetzt so ein paar Folgen kommen die nächsten Tage. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bye, bye. Sehr gut. Das Bild ist crazy. Ja, der Junge hier im grünen Hemd, der, oder soll das ein Papa sein? Und das Kind hängt sich aus dem Bus und die Schlange und da und wir machen jetzt mal los, okay? Neues Spiel. Wie gesagt, so eine Stunde, anderthalb Stündchen. Wir starten. Wen soll ich einstellen? Es ist jetzt nicht so, dass ich hier große Unterschiede feststelle. Einen Namen für deinen Zoo ein. Oh nein, es passt nicht. Jetzt mit Ü? Nein. Oh, schade. Hallo Julia. Achso, Julia, du liest nur. Sag mal Hallo Julia. Julia schreibt was. Dann machen wir Kupfis Zoo. Weil Kupfermünzzoo geht nicht. Schade. Kathleen. Meine Mama heißt Kathleen. Neue Aufgabe. Kathleen, Investorin. Besuche das Verwaltungsbüro. Hallöchen, mein Name ist Kathleen und ich bin im Moment der einzige Investor deines Zoos. Könntest du bitte zum Verwaltungsbüro kommen? Links halte zum Bewegen, Mitte zum Zoom. Halten zum Bewegen. Geht die jetzt den Weg? Bin ich ja... Ach nee, das ist für die Karte zum Bewegen. Mensch. Einfach draufklicken. Würde prinzipiell auch gerne zu gucken wollen, aber mein Desktop-Discord muss noch... Oh je. Vielleicht geht's ja recht schnell. Chat, ihr müsst jetzt leider mit Julia kommunizieren. Sie hört mich ja nicht. Sie kann nur lesen, was da steht. Ist doch gut, wenn die Mutti der einzige Investor ist. Ja, irgendwie schon. So, Aufgabe erledigt. Neue Aufgabe. Baue ein Gehege. Jeder Zoo braucht Tiere, aber bevor du eine Lieferung von jeglichen Tieren annehmen kannst, musst du ein Gehege bauen. Sie hat 12 Aufgaben für uns, die Mutti. Gras. Warum kann ich hier unten nichts bauen? Wie groß muss das denn sein? Oh, ich glaube, das ist zu klein. Oder? Aber für kleine Tiere geht's vielleicht. Tor platzieren. Ja, machen wir dort. Ja, aber Discord macht die Updates automatisch. Also normalerweise, wenn du es startest am PC, macht Discord automatisch die Updates. So, Aufgabe erledigt. Toll. Jetzt, da wir ein Gehege haben, können wir richtig das Geschäft starten, Tiere zu finden, um dein Zoo einen Schritt näher daran zu bringen, der beste Zoo auf dem Planeten Erde zu werden. Tja,
Bumbo ist australischer Zoowärter. Neue Aufgabe, Überpopulation. Tach, ich habe ein Geschenk für dich. Besuche mich in meinem Zoo und ich kann dir alles darüber erzählen. Finde einfach den australischen Zoo auf der Weltkarte. Suche Australien. Wo sind wir denn? Wo ist denn unser Zoo? Vor allem Zoo auswählen. Als wäre das ein schlimmes Wort. Wir hatten letzten Monat einen unerwarteten Anstieg unserer Kaninchenpopulation und wir wissen einfach nicht, was wir mit ihnen anfangen sollen. Ich habe gehört, dass du einen neuen Zoo gründest und dachte sofort, das wäre das perfekte Zuhause für ein paar unserer Schlappohrenfellbündel. Was sagst du? Ein Männlein, ein Weiblein? Okay. Wir haben einen männlichen und einen weiblichen Hase. Hallo Julia, jetzt hörst du mich. Hallo. Also wenn du jetzt am PC bist, müsstest du eigentlich nur den Livestream auspoppen und dann kannst du Chat und Bild sehen. Eigentlich. Okay, also wir haben zwei Hasen. Ich bin sicher, du wirst sie lieben und deine Besucher auch. Jetzt müssen die beiden Hasen in das Mini-Gehege. Die armen alle auswählen. Verwendeter Platz 6 von 10. Oder kann ja noch einer rein? So sieht das bei dir aus? Nee, es gibt eine richtige Discord-App. Also ein richtiges Programm. Also man kann sicherlich auch über den Browser gehen, aber ich habe eine richtige App und Discord auf dem PC und auf dem Handy. Okay, Aufgabe erledigt. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben. Schließe 4 Handel mit Kuba zu ab. Guck mal, jetzt kommt der Heli und bringt die... Okay. Okay. Hup, hup machen die Hasen also. Also ich soll jetzt mit dem Kuba-Zoo handeln und ich soll den Zoo eröffnen. Alles gleichzeitig, okay. Die Mutti sagt, öffne den Zoo. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben. 1 Tage im Geschäft. Gute Übersetzung. Die Nachrichten. Horizon Herald. 1. Januar, Jahr 1. Große Eröffnung. Jennifer Dudner, Redakteurin. Der Bürgermeister hat heute unseren neuen Zoo offiziell eröffnet. Der Zoo mit dem Namen Kupfis Zoo wurde durch eine Investorin von Kathleen K. Was? Wurde durch eine Investition von Kathleen K. Hä? Eine aufregende Zeit für alle, die die Eröffnung des neuen örtlichen Zoos miterlebt haben. Ich glaube, hier fehlt was. Hier fehlt Text. Okay. Okay, der Zoo ist offen. Oh, es kommt ein Bus. Die ersten Gäste. Oh. Wir brauchen ein Lagerhaus. Die haben kein Essen. Ich baue einen Laden. Wo habe ich denn Geld? Da habe ich Geld. Huch! Okay, jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier Pop-up für Pop-up.
Kritische Wahl. Erforsche Zuschuss. Baue ein Forschungsgebäude. Hi. Okay, das ist schon irgendwie auch witzig. Isaac. Forschung schaltet neue Gegenstände für deinen Zoo frei. Aufgabe annehmen und ein Forschungszentrum vor Ende des Tages bauen. Hä? Was? Okay, wir bauen ein Forschungszentrum. Ja, Discord sagt dann immer, du bist stumm geschaltet, niemand kann dich hören. Ah, Discord ist immer ein bisschen witzig. Aber gut, dass du uns hörst und siehst und alles funktioniert. So, Horizon Herald, Ausgabe 1. Pläne für Forschungszentrum im örtlichen Zoo. Der Zoo gab kürzlich bekannt, dass er den Bau eines Forschungszentrums plant und nach dem Bau können die Besucher erwarten, dass im Zoo ständig neue und aufregende Attraktionen erscheinen. Das Zoo-Management sagt, dass es derzeit keine Schätzung darüber gibt, wann es abgeschlossen sein wird. Sie versichern uns jedoch, dass die Forscher und Designer nach dem Bau hart daran arbeiten werden, das Aussehen und die Technik des Zoos ständig aufzufrischen. Wir haben mit den Einheimischen gesprochen. Die Reaktionen sind überwiegend positiv. Neues ist immer spannend, sagt Jane, eine Hausfrau mit Kindern. Franny, eine berüchtigte Kommentatorin zu allen negativen Dingen unserer Community, sagte, warum sich die Mühe machen, neue Dinge zu machen? Wir haben schon genug Dinge auf dieser Welt. Okay. Nee, Moment mal. Nicht das Bauen. Nee, wie komme ich denn hier wieder weg? Ja, so. Ich muss hier jetzt. Eine Forschungsstation. Oben ist die Verwaltung. Dann kommt auch die Forschungsstation hin. Horizon Herald. Ich finde das voll cool. Das ist so eine Zeitschrift, würde ich auch. Für so eine Zeitschrift würde ich auch schreiben. Horizon Herald. Finde ich gut. Belohnung. $250 pro Tag für 14 Tage. Okay. Ach, jetzt müssen wir hier noch jemand einstellen. Gehalt pro Tag. Oder... So, ich wollte hier so direkt gegenüber vom Gehege. 80 Gehalt. Ist das echt täglich? Kriegen wir jetzt täglich Geld? Und kann ich hier jemanden... Ich will den nicht. Guck mal, der ist überhaupt nicht höflich. Muss ich den nehmen? Okay. Essen und Getränke brauchen wir noch. Du hast ein Gehege ohne Wasseranschluss. Wie baue ich das denn? Was? Naja, was? Was? Die ist schwanger? Oh. Aber wie baue ich denn? Ja, hier fehlt Wasser. Das habe ich verstanden. Aber... Hilfe? Ja, das sind zwei Häschen. Die haben wir geschenkt bekommen. Zum Start für unseren Zoo. Achso, wir brauchen erst den Lagerraum, hieß es. Stimmt's? Oder? Damit wir Essen und sowas einlagern können. Stelle Futter. Irgendwie ist das hier ein bisschen...
kann kein Futter kaufen. Hey, meine Hasen verdursten. Speichern. Ich habe minus 453 Geld heute gemacht. Cool. Fünf Leute passten nicht in deine Busse? Ist das jetzt mein Fehler, dass die nicht in den Bus gepasst haben? Boah, das ist ja frech. Die Mutti wieder. Neue Aufgabe. Standhaftigkeit beweisen. Jetzt, wo wir vollständig im Geschäft sind, würde ich gern deinen Fortschritt aufzeichnen. Wenn du 25 Gesamtbesuche erreichst, kann ich dir einen Leistungsbonus geben. Franny, baue einen Lagerraum. Das habe ich schon. Stelle einen Hausmeister ein. Stelle einen Hausmeister vom Ticketbüro ein. Hallo? Moment mal, gibt's hier Pause? Oder... So. Moment mal. Wie gebe ich den Hasen trinken? So. Bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das jetzt gemacht habe. Bereicherung. Ah. Spielzeug. Okay. Fütterung. Essensversorgung. Die Pflanzenfresser. Die Hasen. So, und jetzt? Okay. Und jetzt kriegen die automatisch Wasser hier? Oder? Nee, noch ein Becken brauchen sie ja nicht. Hier muss einfach nur Wasser rein. Haben wir keinen Tierpfleger? Wir forschen erst. Okay, das ist gerade irgendwie ein bisschen schwierig oder nicht wirklich erklärt. Es ist blöd. Ich bin da krankgeschrieben und habe der zwei Staffeln Bronx Zoo auf TC durchgeguckt. Bin jetzt quasi auch eine halbe Tierpflegerin. Kannst mich einstellen? Ich bin auch höflich. Sehr gut. Und wie sieht's aus mit dem Gehalt, Julia? Also, ja, kriegen wir das so, dass es für uns beide passt? Oh Gott, das ist der Forschungsbildschirm. Die Angestellten deiner Forschungsstation arbeiten unermüdlich. Einen kleinen Ball haben wir doch. Leute, für Miete und so weiter und ca. 10 Bücher im Monat reichen. Julia, du sollst hier arbeiten. Du sollst nicht 10 Bücher im Monat lesen. Bronx Zoo habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Ich gucke gern Zoo-Sendungen tatsächlich, aber Bronx Zoo habe ich noch nie geschaut. Forschungsgitter. Vorschau für wichtige Gebäude und Boni erlauben dir. Okay. Achso, das sind jetzt noch die Forschungspunkte, die ich habe, oder wie? Okay, da brauche ich 5 Forschungspunkte, die habe ich nicht.
So, wir haben erstmal die Forschungspunkte ausgegeben.